wie gesagt, wir kämpfen jetzt erstmal nicht. Das ist jetzt mir erstmal alles nur Schauernagel. Zwar nett und witzig auch. Ja, ruf mal Herr Delfin. Da ist er doch. Komm schon mal, was kann das Vieh denn noch? Das ist ja wirklich toll. Ich habe noch keinen Delfin so springen sehen. Ja, bei dem Brackwasser wollte er einfach nur nach Haus. Ziemlich cool, was? Wenn ich pfeife, springt der Delfin für mich. Ja, das ist für dich. Ja, ein Geschenk. Was soll ich damit? Geh ins Wasser und pfeif und der Delfin wird dich bis ans Ende der Stange springen. Stange bringen. Ja, das kriegen wir schon hin. Ja, ja, ja. Mein Gott. Aber manchmal kann man es mit den Labern ja auch übertreiben. Ach, ich hoffe. Schön, wir haben also noch nicht mal so ein PRS, klar. So, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir genau hier hin müssen dafür. Ich glaube, irgendwo hier war das. Wie gesagt, genau wissen tue ich es nicht. Ne, das war schon mal falsch. Aber nochmal. Das ist nämlich der Trick. Sollte es beim ersten Mal nicht klappen, einfach nochmal drücken, dann passt es immer. Dann passt es wirklich immer, wenn man beim ersten Sprung nicht schafft. Ist eigentlich ganz, ganz gut gelöst, so für jemanden, für den es so schwer ist, wie für mich gerade. Oh, ein schönes Schiff. Ob wir das auch mal irgendwann kriegen werden? Es bleibt zu hoffen. Aber jetzt erstmal machen wir uns einfach auf den Weg hier lang, wo es auch immer lang gehen möchte. Ja, Treppen sind uns zu doof. Wir nehmen riesige Plattform dafür. Oh, 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 was ist denn da los? Kriegt die dicke Militärparade hier oder was? Alter, bleib mal locker. Erstmal geh ich. Ja, lass mich da einfach mal laufen. Ja, dann komme ich jetzt mit halt. Da wollte ich auch gar nicht. Diesmal wollte ich auch gar nicht provozieren. Ich will. Lass mich. Jetzt. Verdammter Typ, du. Ja, ich zieh mich ja um. Umziehen. Jawoll. Beeil dich! Hurry up! Shinra-Uniform. Ich war so stolz, als ich sie zum ersten Mal anzog. Ich frage mich, wann das war. Ich könnte es nicht ertragen, sie noch einmal anzuziehen. Was machen wir denn gerade? Oh, du siehst toll aus darin. Du erinnerst dich noch an die Begrüßungszeremonie, oder? Keine Ahnung, Alter. Ich sehe es dir an, dass du es vergessen hast. Also, ich zeig's dir nochmal. Mach einfach, was wir machen. Befehlshaber, wir helfen auch. So wird das gemacht. Wir singen auch. In Ordnung, zeig's ihnen. Jetzt marschieren, das ist der Begrüßungsmarsch. Ich singe mit euch dann. Ich singe mit euch mit. Ruhig. Ah, ah. Hey, komm schon. Jetzt. Und Marsch. Ja, ich marschiere. La 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 la. Alles klar. Die Kreisschultern. Ei, 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 verdammt, wir müssen uns beeilen. Ich muss rüber, aber mach Platz da, mach Platz da. Mach ich schon nicht, jetzt mach Platz da. Ja. Ui. Ich möchte lieber nicht sagen, woran mich diese ganzen Banner da erinnern. Nur Dick Rufus draufsteht, diese roten. Aber nun gut, das würde schon fast dazu passen.
Und dann wissen wir auch schon, zu welcher Organisation dann die Türks gehören, ne? Begrüßungsparade, dann geht's mal los hier, aber wo sind wir? Oh, da hinten war Heidegger, das Rufus. Und jede Menge Shinra-Soldaten. Oh, wir sind immer noch hier drin. Jetzt schauen wir erstmal hier, da könnten wir speichern. Und sonst haben wir ja nichts. Hierüber können wir übrigens nach unten. Wenn wir da unten wollen, aber wollen wir jetzt erstmal nicht. Das ist die andere Seite von diesem Aufzug. Hey Leute, wartet! Das ist eine dicke Kanone. Das nenne ich mal eine dicke Bertha. Na, nicht ganz von schlechten Eltern. Nur baut man wirklich eine Stadt um eine Kanone rum, oder? Ja, die Technologie in diesem Zeitalter dieses Spiels muss man nicht zwangsläufig verstehen. Zu spät! Ja, das sind wir. Jo, dann nehmen wir halt eine Abkürzung. Okay, los. Gute Idee. Dann lass mal los hier. Ja. Los, 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 los. Hopp, 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 hopp. Ja, ich zuerst. Ist ja schön. Mach doch mal Platz da. So. Die ganzen Gebäude, die untersuchen wir gleich noch. Oh, hier gibt es auch gleich einen Trick, wie man hoffentlich das Gericht hochkriegen kann. Je nachdem, man kriegt nämlich auch ein Objekt wieder geschenkt, wenn man es gut macht. Da sind wir. Ja, jetzt müssen wir schnell drücken, damit wir nämlich schnell auch dran kommt. Ja, 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 und bau keinen Mist. Ja, machen wir schon nicht. Bring alle Gegnerzeichen. Schläge von hinten rein. Ja, okay. Jetzt müssen wir wieder warten. Schleich dich einfach von hinten rein. Bring die Reihen nicht durcheinander. Hier doch nicht. Wir doch nicht. Okay. Und los, 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 los. Ja, lass mich doch mal laufen. Alter, bist du ein Drecksack. Laden, ja, Und dann jetzt einfach permanent Kreis drücken, 100.000 Mal, das steigert dann einfach. Oder auch nicht, irgendwann, oh, 27. Oh, ja, das weiß ich auch nicht. Sind die Punkte gestiegen? Das ist furchtbar. Bin ich gefeuert? Was, du bist gefeuert! Schickt ihr nur eine Bombe oder so? Ach, und da halt eine Granate. Wollte ich nicht, aber irgendwie habe ich das total verkackt. Weiß auch nicht warum. Yo! Hier ist ein Rufus. Hey, antreten und Schnauze halten! Oh Mann, der Heidegger wird sein. Ja, ha, ha, ha. Da freut sich der echten Ast ab. Wie ist der Job? Ja, ich hoffe mal, ganz in Ordnung, ne, Rufus? Was ist mit dem Luftschiff passiert? Keine Ahnung. Das Langstreckenluftschiff wird immer noch vorbereitet. Es sollte in etwa 3 Tagen bereit sein. Ja, haha. Selbst die Gelnika der Luftwaffe? Ja, haha. Auf mit diesem idiotischen Pferdelachen. Als Vater die Verantwortung trug, waren die Dinge anders. Hahaha, scheiß Heidegger. Da hat er aber einen auf die Mütze bekommen von seinem Cheffe. An Our President Rufus. Wahrscheinlich noch nicht ganz, ne? So, na los, komm schon. Oh Mann, jetzt gibt es wahrscheinlich eine Tracht. Ich komm nicht weg, ich komm nicht weg. Nein. Alter Drecksau, spinnt der denn? Hm. Ich
Hoffentlich spucken die mich jetzt nicht an. Ich kann mit Kritik nicht umgehen. Ja, hör auf damit. Wir können nicht finden, ja, der Mann im schwarzen Umhang. Mann im schwarzen Umhang? Ja. Gut, der läuft durch die Stadt, tötet dann von ein paar Soldaten, ne? Und, ja, dann war's auch schon. Was kann eigentlich nur Sephiroth sein? Weggetreten? Ja, ja, kriegen wir hin. Und was ist mit uns? Ich darf mich immer nicht bewegen. Ich weiß nicht. Du bist ja voll, keine Pause für dich. Komm her. Es ist egal, was wir ausgewählt hätten. Wir hätten auf gar keinen Fall irgendwo eine Pause bekommen. Von daher spielt es keine Rolle. Okay. Und schon wieder die beiden. Formation. Merkt euch das. Fertig. Muss ich direkt sagen, da bin ich eine totale Flachpfeife drin, also wenn es jetzt mal klappen sollte, dann erwarten wir Glück als Verstand. Ja, darf ich auch was machen? Ne, wir müssen uns halt erstmal schön bis zu Ende anhören. Unten haben wir die Befehle, die wir dafür machen. Beziehungsweise, das sagt ja dann immer. Oh, nach links drehen. Und nach rechts drehen. Jo. Und da war ich ein bisschen früh. Boah, das war fast perfekt. Das war wieder ein bisschen spät. Wieder ein bisschen sehr spät. Perfekt. Ein bisschen spät. Hab's kapiert. So, machen wir schon nicht. Lass dich entscheiden. Zeig mir deine beste Bewegung. Und was kann es anderes sein als... Genau. Übt sie, Leute. Übt sie. Ja, kriegen wir schon hin. Bevor wir jetzt allerdings zum Flughafen gehen, gehen wir jetzt erstmal ein bisschen durch die Stadt shoppen. Ein bisschen Bummeltour machen sozusagen. Und damit heißt das also, wir betreten so ziemlich jedes Gebäude hier. Dort haben wir wieder Rufus. Rufus? Reno Rufus? Ich kann mir die Namen hier nicht so gut merken. Erstmal, was ist mit dir los, Alter? Komm schon, vergiss deinen Job, komm heran. Ja, machen wir mal. Ah, was haben wir hier? Oh, es soll vorkommen, dass hier die Verkäufe ziemlich schlecht laufen, aber... Versiegeln haben wir noch gar nicht als Zauber. Ich denke, den holen wir gleich mal. Und heilen. Den Rest brauchen wir nicht, aber müssen wir jetzt noch nicht einsetzen. Sonst haben wir doch nichts. Nein, lass mich hier raus. Weil diese Verkäufer, die wollen immer jeden Mist andrehen. Oh, was haben wir hier drin? Eine Kneipe. Hallöchen, Alter. Oh, sind sie das? Was hast denn da so Feines? Eine Hartklinger haben wir schon bereits. Mega-Handschuh haben wir schon bereits. Atomschere, ja, da kann man drüber schreiten. Ein Schlagstock erst recht. Aber keine Diamantenadel, die ist nämlich schlechter. Boomerang brauchen wir auch nicht, weil die werden wir zu schnell nicht benutzen. Allerdings die Atomschere und der Schlagstock als nachkommen. Wir haben ja eh das Geld dafür. Unabhängig davon, ob wir sie brauchen werden oder nicht. Was haben wir hier unten? Hallöchen. Scheint, da draußen passiert was, aber wir sind zu fertig, um was zu unternehmen. Du sollst auch nichts unternehmen. Was ist mit dir, Luke? Du auch. Arut ist das. Also Reno war total falsch. Rufus ist der Präsident. Mein Gott, wie konnte ich das mich so vertun, ey? Hey, nö, machen wir nicht. Und der da hinten, der Keepermann. Ach, schade, dann hauen wir halt wieder ab. Root, mach's gut. Ich meine, die Maske absetzen, das wäre, denke ich mal, nicht das Schlauste jetzt gewesen. Ja, ah, mein Gott.
360 Pad mit den Stiegelkreuzern ist einfach wirklich eine Qual. Was hast du denn Feines hier zum Verschocken? Viele statusaufhebende Sachen löscht Dunkelheit, aber nichts, was wir wirklich benötigen würden, sagen wir es mal so. Hallöchen! Bleibt der Welt nicht an, bloß rein hier! Böses Getier! Und was haben wir hier? Hallöchen! Betten, natürlich wieder mal ein Übermaß. Ich will noch nicht rein, ich will erstmal hier mit dir reden. Alter Kumpel, red mit mir, red mit mir! Oh, dann nicht. Dann gehen wir halt runter. Erinnert sehr stark an den Trainingsraum am Anfang, aber wir sind nur wegen der nächsten Substanz Feindes können hier. Die ist natürlich wieder leer und man kann sich das nicht gegenseitig beibringen, indem man sich das auf sich, ich sag mal, selbst kloppt. Das muss schon wieder alles von Feinden sein. Aber wirklich interessant ist es nur eigentlich, um alle zu zeigen. Und Feindes können ist halt wirklich auch sehr mächtig, von daher, wenn sich starke Zauber erreichen lassen, sollten wir machen. Und da haben wir ziemlich den nutzlosen Gegenstand, um 35. Soldat erhalten. Wahrscheinlich hatten sie ursprünglich mal irgendeine Bedeutung, jetzt sind sie eigentlich nicht mehr so nützlich. Aber kleine Babykätzchen, hallo! Hallo! Ja, die sind ganz feiner. Und dein Bruder auch. Ja, aber ich geh jetzt, na, mit den Entenfüßen hier, schnell da oben. Sind echt voll die Ententreter. Oh, Krafterhall. Oh, schade. Dann bleibst du halt hier. Haben wir hier irgendwas? Nö. Oh, was liegt denn da? Wachsamkeit erhalten. Ja. Alles nur Status verstärken Gegenstände. Die könnten wir theoretisch auch später von diversen Gegnern morphen. Mit der Substanz Morph. Na, damit aber. Wir werden eh so stark sein, dass wir eh mit jedem Schlag 9.990 abziehen. Aushalten, gut, da kann man drüber streiten. Aber ihr werdet sehen, es ist gar nicht nötig. Man kann es machen, muss es nicht. So, jetzt sind wir erstmal auf der anderen Seite der Stadt und wir klappern hier mal die Gebäude ab. Noch mehr Türks. Reno. Schön, das ist Zeng da hinten, ne? Dann halten wir uns halt raus. Arschlöcher. Die haben echt kein Benehmen. Kein einzigen bisschen. Kein Funken. Macht korrumpiert oder wie war das, ne? Da könnten wir speichern. Hier könnten wir knacken. Obwohl wir nur alleine sind. Aber wir sind ja nicht ewig alleine. Vergiss es. 30 Gil ist aber eigentlich ein Schnäppchen. Zwar nicht so billig wie in Fort Condor. Ja, da gehen wir gleich gucken. Von einem Prostituierten. Was hast du, Kollege, denn? Einen Moment, einmal ganz kurz husten. So, danke. Oh, war das schlimm. Um die Wahrheit zu sagen, wäre ich lieber unten im Laden. Ja, was hast du denn Schönes, Feines anzubieten? Eine Silberbrille und ein Kopfband. Nehmen wir mal beides ein mit. Anti-Schlaf und Anti-Dunkelheit. Kann mich auf jeden Fall nicht schaden. Wie gesagt, mit Geld können wir gerade so um uns schmeißen. Ja, Miss Prostitutes. Bist du dazu älter oder was ist mit dir? Was hast du denn da Feines? Sieht mir ganz so aus, als würdest du mit irgendwelchen Tränken oder sowas ankommen. Oh, Substanzen, aber keinen, den wir nicht schon hätten. Lass mich raus. Ja. Nach draußen will ich da. Und ab geht's. Noch zwei Läden haben wir vor uns. Und danach kommen wir schon zu unserer kleinen Schaueinlage. Ach, warum die Dinge über mehrere Etagen sind, verstehe ich nicht. Okay. Die Geschwindigkeit erhalten. Wunderschön. Dann kann man halt schneller hintereinander angreifen. Also da fühlt sich halt die Leiste einfach nur schneller. Aber natürlich nur, wenn wir es auch einsetzen. Hallo? Ach, der Shinra-Manager ist wieder da aus dem Zug.